Eli, bist du aufgeregt? Total. Die machen einen Flugplatz für uns auf. Ja. Ja? Schon. Oh, auf jeden Fall. Ja, ne? Oder? So. Na dann. Das ist die letzte Maschine, die ich gebaut habe. Die fliege ich jetzt seit 2 Jahren. Okay. Wenn es mit dem Pilotenzeug nicht klappt, dann muss er im Flugzeug bauen. So, Willi, zu Weihnachten gibt's was zu basteln. Motor ist überbewertet, finde ich. Kriegst du hin? Na, guck mal hier. Motor. Ja. Aber es ist ziemlich viel Motor da. Bis jetzt ist ja nur Motor. Ja, was den Rest würde ich auch hinkriegen. Das ist krass, oder? Ja. Wer noch nichts für Weihnachten hat, hier kommt so ein Paket. Aus den USA. Und? Also? Oder noch nicht angeschlossen. Ja. Also, das ist jetzt, kann man zum Kunstflug benutzen. Mhm. Krass. Ja, das hat ja auch entsprechende Pferdchen unter der Haube. Der hat 210 PS. Ach so, cool. Okay, verstehe. Aber auch 7 Liter Hubraum hat Kraft. Ach, okay. Alter. Okay. Und das ist also quasi genauso ein Bausatz, der kam irgendwann ein Container aus den USA. Genau. Wie lange baut man dran? Kommt drauf an, wie gut man ist, ne? Und wie gut man es haben möchte. Ah. 6,5 Jahre ist der Durchschnitt. 6,5 Jahre? Das ist der Durchschnitt. Bei mir dauert es 8 Monate, aber der Durchschnitt ist 6,5 Jahre. Okay. Warum kauft sich jemand was, was 6,5 Jahre dauert, bis es gebaut ist? Ja, alternativ könntest du 800.000 Euro ausgeben. Ah, okay. Das heißt, fertig 800.000? Gibt es nicht fertig, aber was Vergleichbares. Okay. Na gut, kannst du ja privat verkaufen. Ja, wenn ich jetzt wie du beim Fernsehen arbeiten würde, dann würde ich mal einen kaufen, hätte ich das gleich nicht. Ja, na klar. Dann hätte ich noch das meiste übrig. Ja. So, ne? Nee, aber nochmal. Als Bausatz kostet das wie viel? Der kostet als Bausatz 50. 50. Und dann baust du zusammen und kannst für 800 verkaufen? Nee, das ist ein bisschen eine andere Klasse dann. Ah, okay, alles klar. Schade, ich habe gerade ein Geschäftsmodell gerochen. Nee, du darfst den nicht in Serie bauen und kein Gewerbe machen. Sonst musst du ja eine Produkthaft abschließen. Ach so. Die Versicherung kannst du nicht bezahlen. Ja, das ist sowieso das Problem, ja. Naja, Willy. Was hat er denn so für Gemeinsamkeiten mit deinem Segelflugzeug? Ja, es gibt einen Haubennotabwurf. Echt? Okay. So muss man. Nee, den muss man aber nicht mit Fallschirm fliegen. Nee. Das ist kein Motorleiter, das ist wie gesagt 2-Tonnen-Klasse. Okay. Wobei ist das noch so, dass Ultraleicht diese Vorschrift hat mit der Kapsel, mit der, oder wie das heißt, Fallschirm? Rakete? Okay. Naja. Na gut, Willi, du hast nicht ewig nur Segelflugzeug fliegen wollen. Ja, mal gucken. Hm? Also, aber pass auf, jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt nicht nur Weihnachten, da musst du schon auch noch Geburtstag mit dazu, ne? Ja, also es ist für ein Ereignis ist das ein bisschen viel.